Meinst du, wir schaffen es, den Server zum Lecken zu bringen? Yep. Ist nur ein Nitrado-Server. Meinst du, das gibt Ärger? Nö. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Box. Das hier ist nicht der Landwirtschaftssimulator. Das ist Sky Family. Mittags, oder? Hi. Und wir joinen den Server. Okay. Oh, das war der falsche Knopf, verdammt. Das ist jetzt für dich die Folge nach dem für mich erfolgreichen PvP-Event, richtig? Ja, genau. Ach so, was mir gestern in der Folge aufgefallen ist, die bei mir kam, da war der Troja mit dabei. Wir haben nur noch einen Villager. Und es ist Nacht, lass uns schlafen. Und wir wissen nicht, warum wir nur noch einen Villager haben, aber das ist jetzt unser Pech. Das ist blöd. Ich muss mal die PvP-Events nochmal von alle anschauen, weil, das habe ich beim im PvP-Event schon gesagt. Was macht Tro da drin? Ja. Er ist mit einer Enderperle rausgekommen, hingekommen, aber er hat, soweit ich weiß, niemanden da getötet. Also aber kein. Und das Endermite? Das dürfte den Village eigentlich auch nicht angreifen. Sicher? Ja, aber dann wären ja beide Villager weg. Vielleicht ist der eine einfach noch nicht hin. Mal gucken. Villager wehren sich auch nicht, ne? Nee. Okay. Ja, ich wollte heute eigentlich eh was vorbereiten. Für Weihnachten. Oh, aber das für Weihnachten vorbereiten? Aber das kann ich noch nicht erzählen. Wieso das denn nicht? Ja, das ist eine Überraschung für euch alle. Das kann ich nur in der Aufnahme allein machen. Weil ich werde weder singen noch in Gedicht vortragen. Das steht schon mal fest. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte, genau. Ne? Ach, Pox, das finde ich aber doof. Ich auch. Ich werde wahrscheinlich singen. Wirklich? Ganz wirklich? Tust du dir das an? Ja, wenn das so klappt, wie ich es vorhabe, wird das richtig geil. Okay. Ja gut, wenn du meinst. Machst was mit Autotune? Eventuell. Machst einen mit Dead Adam-Style? Wenn ich das mit Autotune hinbekomme. Okay, ja, da können wir uns nach der Aufnahme nochmal drüber unterhalten. So, ich gucke jetzt mal in Tros Haus, weil da hat er sich herausgeportet, ne? Aus dem Haus, die Endermite da oben habe ich getötet im PvP-Event. Ach, schon im. Nein, das alte Haus von ihm meine ich. So. Ja, ich weiß schon. Die hast du getötet, das habe ich gesehen, ja? Dann hätte er mich fast im PvP-Event getötet. So. Echt? Ja. Okay, wir haben einen Villager, der sehr, sehr traurig guckt. Und sich anscheinend mit dem Schweinchen hier angefreundet hat. Ich möchte die beiden mal nicht stören. Oh, der Danger hat weitergebaut. Echt? Sehe ich gerade. Oh ja. Das, was er da gebaut hat, sieht sehr komisch aus. Was zur Hölle wird das, wenn es fertig ist? Ein Krüppelturm. Ich weiß nicht. Das nimmst du mir jetzt nicht böse. Ich weiß nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich den nicht frage, ob ich den nicht einfach einziehen kann. Dann müsste ich nicht selber so ein hässliches Haus bauen. Aber jetzt ist erst mal Weihnachten angesagt, deswegen Scheiß auf Häuser. Scheiß auf Häuser? Ja. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich machen will, aber. Ich benutze erstmal meine Effizienz 2 Spitzhacke hier. Oh ja, ich weiß, was ich heute machen werde. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, was ich heute tun werde. Was wirst du heute tun? Ich denke, ich werde mich darum kümmern, dass ich die Kühe vermehre und Bücher produzieren kann. Okay. Nachdem Korti jetzt ja wieder aufnimmt, jetzt hätte ich mich fast selbst getötet in seinem Haus, und er die Hühner und die Schafe nicht leiden kann, bekommt er heute ein paar von mir. Ich bin dabei. Okay. Wir müssen sein Haus aber dann erst noch zubauen, ne? Damit die nicht rausfallen können. Ja, du kannst ja den Boden dabei machen. Womit hat er das denn gebaut? Mit Oak, nehme ich mal an, ne? Das unten sieht nach Tropenholz aus. Ey, da hatten wir noch gar kein Tropenholz. Echt? Nicht nach Tropen, nach Akazie, so. Das ist nämlich so argrot. Okay, nicht abhauen. Also ein paar Eier haben wir ja, ne? Das ist der ganze Grund, warum ich die Eierfarm so automatisieren wollte. Oh
Wollen wir das nicht auch beim Tro machen? Wollen wir einfach nicht alle trollen? Ich weiß noch, wie du dich damals darüber aufgeregt hast. Ja, aber ich habe noch niemanden zurückgetrollt. Du, hab Spaß, wir haben genug Eier. Hab Spaß, wir haben Eier. Wir haben richtig Eier. Ich halte dich von nichts ab. Aber... ich bin am Überlegen, was ich als Thumbnail mache. Gerade so im Moment. Eier. Einfach so fliegende Eier. Das ist ja so witzig. Ey, wir haben keine Eier mehr. Wie, wir haben keine Eier mehr? Wir hatten so viele. Oder ballern wir einfach erst alles bei... alles bei Corti? Ich meine, Corti ist ja noch nie wirklich was passiert, ne? Wo bist denn du? Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Ich höre Hühner, aber ich sehe keine. Wie? Das ist alles voll mit Hühnern da oben. Ich sehe da keine Hühner, bei mir sind da keine. Wie cool. Der ganze Raum oben ist voll mit Hühnern. Warte mal kurz, disconnect. Connect. Okay, ja, relocked. Jo, jetzt sehe ich sie auch. Ja. Alles klar. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie Ärger geben wird. Warum? Keine Ahnung. Mit Tro oder so. Neue Hühnerfarm hier. Oh ja. Warum sollte das mit Tro Ärger geben? Der hat damit ja gar nichts zu tun. Ja, eben. Aber er ist immer noch Projektleiter. Ja, und? Wir machen ja nichts kaputt und wir töten ja keinen. Jack-O-Lantern bekommst du auch von mir, lieber Quarty. Wir übertreiben halt nur ein bisschen mit unseren Eiern. Eierparty bei Corti. Wir können was so viel Sinnvolleres machen, ne? Wir werfen einfach mit Eiern um uns. Sure, why not? Ich möchte gar nicht wissen, was da oben jetzt abgeht. Nicht viel. Nicht viel? Meinst du, wir schaffen es, den Server zum Lecken zu bringen? Yep. Ist nur ein Nitrado-Server. Meinst du, das gibt Ärger? Nö. Scheiße. Sind hier viele Hühner. Okay, die Tür hinter dir kannst du jetzt auflassen. Ich habe oben zugebaut und unten habe ich die Tür zu. Okay. Das heißt, wenn sich die Hühner hier gleichmäßig im Haus verteilen, dann sind wir glücklich. Ich muss neue Eier holen, ich habe keine mehr. Wir müssen dann auch immer, wenn wir aufnehmen, mit den Seeds da durchgehen, ne? Ich hoffe ja, dass Corti mal wieder bald aufnimmt. Ich hoffe, er nimmt nicht so bald auf. Das ist viel lustiger. Ach so, meinst du, wenn die alle erwachsen sind? Ich meine, der nimmt auf und auf einmal das ganze Haus ist voll mit Hühnern. Ach du Scheiße. Haben wir da drin auch noch Eier? Ja, eine ganze Kiste voll. Oh mein Gott. Ja gut, mit Eiern können wir wirklich, also das ist eine Ressource, die haben wir absolut unbegrenzt. Genau, wir haben zu wenig Eier. Nein, wir beide nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Und ich glaube, Corti danach auch nicht. Alter. Stell dir vor, wie die sich alle verteilen werden hier drin. Ja, wirf sie mir an den Kopf, hast recht. Hast du irgendwie ein Makro oder so? Nee, ich kann einfach nur so schnell drücken. Du drückst die ganze Zeit. Ich hab nur ein Aimbot. Ich halte lieber gedrückt, das ist chilliger. Bitte? Ich halte lieber gedrückt, das ist chilliger. Nicht so anstrengend. Scheiße, guck mal, was hier abgeht. Ich weiß nicht, aber so viel ist das doch noch gar nicht. Das ist nicht viel. Ich habe das Gefühl, der Server sagt jetzt dann gleich, hey, das sind mir zu viele Entities, tschüss. Das wäre so witzig. Vor allem, wenn ich rausgehe, habe ich nur noch 54 FPS, ne?
So, wo waren denn die Eier? Hast du die leer gemacht, die Kiste? So gut wie. Ah, hier hinten ist eine Eierkiste. So gut wie? Ich habe nochmal ein komplettes Inventar voll mit Eiern. Also, ne? Alter. Beeil dich. Emmet, ist das abgehauen? Egal. Ist das Geniestreich? Also, so hart habe ich es ja noch nie übertrieben, ne? Vor allem die Folge besteht aus nichts, außer aus Eierwerfen. Ja, macht doch nichts. Oder soll ich die Folge Eierklatscher mit Daxodas nennen? Ich hab keine Eier mehr. Ich hätte noch welche. Wenn du zu mir kommst, ich geb dir welche. Willst du meine Eier haben? Ich hab jetzt nur noch 64 Stück. Hier, greif zu. Fühlt sich ganz schön straff an, die Eier. Oh nein. So, das, ich hab jetzt eine Leiste komplett voll. 15 Minuten Eier werfen, Alter. Jawohl. Ich glaube, ich werfe immer noch mehr oben hin. Ohne Scheiß, was hier an der Tür abgeht. Du kommst oben nicht mehr in die Tür rein. Bei mir fängt es an zu laggen, glaube ich. Bei mir auch. Da fliegen teilweise Eier, die gar nicht fliegen sollen. Ich habe noch 40 FPS. Jetzt schützt dann gleich der Server ab. Das wäre natürlich der... was aus. Bitte? Pox. Ja? Pox. Guck dir das an. Ach, deswegen haben die sich gerade alle bewegt. Oh, shit. Die bewegen sich schon gar nicht mehr. Oh, jetzt? Ach, Kacke. Ich hab noch ein paar Eier. Du kannst die Hühner damit übrigens töten, wenn du auf die Hühner wirfst. Echt? Das macht nichts. Ein, zwei dürfen schon sterben dabei. Guck dir das an! Boah, guck dir die Treppe an, was hier in der Ecke abgeht. Oh, shit. Pass auf, pass auf. Wir versuchen, die alle hier reinzubekommen. Dann denkt er sich so, haha, ha, ein paar Eier. Haha. Und dann macht er die Tür auf und denkt sich so, oh mein Gott. Alter, ich komm die Treppe nicht hoch. Sag ich doch. Shit. Wie das aussieht. Angriff der Zombiehühnchen. Davon mache ich jetzt einen Screenshot. Oh das ja. Ist mein Thumbnail. Oh ja. Alter. Okay, es wird schon wieder Nacht. Ich guck mal, dass ich noch ein paar hochkriege. Ich wollte noch ein paar hochkriegen, hallo! Ey, guck dir das an, Pox! Nein! Oh mein Gott, die stehen alle hier! Wie sieht das aus? Wie so ein Wasserfall! Jetzt explodieren sie! Die spüren mich runter! Guck dir das an! Was ist das? Wie cool! Alter! Okay. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das war mit einer unserer besten Ideen. Ich weiß, was ich in der morgigen Folge mache. Oh nein! Aber bitte nicht mein Haus. Wir haben so viele andere. Ja, jo, jo. Jetzt sind zu viele unten, ne? Du müsstest sie wieder irgendwie hochlocken. Ich komme aber nicht die Treppe hoch. Oh shit. Ich meine, guck es dir einfach an. Ja, das sind zu viele. Wie die da runterfallen, ne? Shit. Okay, wir müssen vom Server, lieber Daxodas. Wir haben die 15 Minuten gleich voll. Ja, wir haben noch eine Minute. Ja. Wir müssen auf jeden Fall hier raus. Ja, das wäre sinnvoll. Lass uns mal gucken, wie viele Eier wir noch haben. Da hinten müssen gar keine mehr sein. Die habe ich leer gemacht. Es sei denn... Oh, wir haben wieder ein paar. Wow. Ganz schön schnell. Okay, die werfen wir jetzt noch durch. Ich mach das jetzt auch mal wie alle anderen. Ihr überzieht ja auch immer. Was? Hier überzieht keiner. Doch,
Du und Danger. Nee, ich überziehe überhaupt nicht. Deswegen gehe ich jetzt vom Server. Okay, tschüss. Bis morgen, haut rein. Servus. Jo, wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das ist ganz wichtig. Denn ein Daumen sind wie Pflaumen und die schmecken unserem Gaumen. Peace. Tschüss.